Hallo, das ist echt ein Problem, dass die Kamera so weit unten steht. Also ein bisschen höher als der Tisch steht die. Da muss man sich immer so runter gucken. Das ist das Problem. Ich kann die auch nirgendwo anders hinstellen hier irgendwie. Ich habe keine zum Anklippende Kamera. Ich habe hier jetzt auch gar keinen Spiegel, damit man die sehen kann. Oder? Gucken. Licht anmachen. Kann man die hier ja so ein bisschen kann man sie sehen. Spiegeln sie sich, so eine Kamera ist das halt. Eine ganz alte, ja nicht ganz alt, aber ich so 10 Jahre alt von Tevion. Oder sowas. Auf jeden Fall wollte ich heute den 35 Fragen-Tag machen. Den hatte ich bei mehr Mädchen gesehen und fand die Fragen ziemlich interessant, auch wenn es halt recht viele sind. Und ich fange auch direkt mal mit der ersten Frage an. Die da wäre: Welcher Film oder Filmszene hat dich in deiner Kindheit erschrocken und nicht schlafen lassen? Also ich habe mir jetzt die Antworten hier aufgeschrieben, weil ich mir sonst ja, spontan nicht mehr einfallen. Ja, das war so ein Film von Hitchcock, glaube ich. Da war so ein Typ mit einer Nadel irgendwie am Finger und die Kamera war die ganze Zeit auf einen Typen, der verfolgt wurde von jenem Psychopathen gerichtet. Und da war dann immer so irgendwie so ein Funkgerät oder ein anderes Gerät, auch mal ein Radio, wo der Psychopath immer irgendwie durchgesprochen hat. Und was habe ich hier noch geschrieben? Und der Killer wusste die ganze Zeit alles von dem Verfolgten. Und am Ende wurde er dann halt umgebracht. Er hatte immer irgendwie so eine Nadel, die rausschoss aus dem Finger oder sowas. Und hat halt ein Gift drin gehabt. Und hat die dann halt reingestochen. Und der kam auch, tauchte auch ganz plötzlich auf und dann war er tot. Das hat mich schon sehr paranoid gemacht als 6- bis 7-jähriges Kind damals. Das lief bei meinem Opa. Und es hat mir auch einige Jahre noch danach zu schaffen gemacht. Ja. Zweitens, hast du als Kind gerne Comics gelesen? Wenn ja, was? Also ich habe keine Comics gelesen, aber bebilderte Bücher. Und ich habe allgemein auch einfach lieber bewegte Bilder im Fernsehen geguckt. Hast du jemals ein Poesiealbum geführt? Und wenn ja, hast du es noch? Nein, ich habe keins geführt. Was war der schlimmste Streich, den du als Kind gemacht hast? Ich habe eigentlich nie Streiche gemacht, vielleicht ein, zwei. Eigentlich wollte ich hatte ich das Bedürfnis nicht, andere irgendwie zu ärgern. Das Schlimmste, was ich mal gemacht hatte, war, einen Gameboy auszuschalten von jemandem. Und das auch nur, weil ich es nicht mehr aushielt mit meinem Bewegungsdrang und die anderen halt die ganze Zeit motivieren wollte. Und sich, beziehungsweise sie sich motivieren ließen zu spielen und lieber mit ihrem Gameboy da rumsaßen. Ich das irgendwie nicht mehr aushielt. War ich, glaube ich, 10 oder 11. Was war dein Lieblingsmärchen? Also ich fand eigentlich alle klassischen Märchen oder bekannten Märchen ziemlich langweilig als Kind und irgendwie sinnlos und habe also für mich da keinen Sinn drin gesehen, auch. Die waren auch teilweise halt ein bisschen verstörend, das kennt man ja vielleicht von, besonders von Grimms Märchen, dass die manchmal brutal werden. Und ich habe Märchen, glaube ich, sogar gehasst als Kind, weil ich sie so langweilig fand. Das Einzige ist, fand ich Aschenputtel ganz cool, weil es so eine Geschichte war, wo sie eine Art Sklavin war, aber eigentlich voll toll und lieb war und eigentlich in Anführungszeichen besser als die anderen, die sie halt sozusagen als Sklaven gehalten hat, haben und dann halt ausbrechen konnte. Und solche Geschichten habe ich schon immer geliebt, auch als Kind, wo halt irgendwelche Unterdrückten sind oder Sklaven sind, dann ausbrechen und den Sklavenhaltern dann eins auf den Kopf geben. Das macht ihr schon immer. Sechstens, hat dir deine Mutter oder Erziehungsberechtigte als Kind deine Klamotten zum Anziehen hingelegt oder durftest du deine Kleidung für die Schule selber auswählen? Ich durfte meine Kleidung immer selber auswählen. Ich kann mir alles andere auch irgendwie nicht vorstellen.
Ich glaube, da hätte ich mega rebelliert und wäre einfach nicht zur Schule gegangen oder sonst was. Ne, ist glaube ich auch schon mal vorgekommen. Genau, bei wenn man lange Unterhosen tragen sollte als Kind, das habe ich auch fast nie gemacht. Weil mir einfach auch nicht kalt war. Siebtens, warst du jemand, der eher draußen gespielt hat oder zu Hause? Also bis zur dritten Klasse oder bis zum achten Lebensjahr war ich jeden Tag draußen, eigentlich den ganzen Tag nach der Schule, so 4 bis 6 Stunden. Dann habe ich mich irgendwann nicht mehr getraut, also bis zur dritten Klasse, ab der dritten Klasse, weil ich täglich von Leuten da, wir hatten 50% Ausländeranteil von Leuten hart beleidigt wurde, angerotzt wurde oder sonst wie durch Gewalt irgendwie niedergemacht wurde. Und ja, die haben es einfach aus Langeweile und Freude gemacht. Und das wird mir dann irgendwann zu viel. Und dann sind wir auch umgezogen und da habe ich mich dann nicht mehr so wohl gefühlt. Und ja, nicht wohl genug gefühlt, um draußen was zu machen. Zumal es auch deutlich weniger gab. Und zu Anfangs war ich dann trotzdem noch zweimal die Woche eine kurze Zeit draußen, aber dann gar nicht mehr. Aber ich habe auch gerne drin Sachen gemacht. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mit, ich glaube, 9 Jahren Gameboy bekommen habe mit Pokémon. Da waren wir halt noch im ersten Dörflein. Und das kam dann auch gerade recht, weil es genau halt die Zeit war, wo ich nicht mehr so rausging. Und das ist auch noch bis heute mein Lieblings-Gameboy-Spiel. Das hat mich extrem reingezogen. Und ich habe das auch in jeden Tag mehrere Stunden gespielt gehabt. Da habe ich mich total aufgeregt, warum so ein Spiel nicht schon viel früher da gewesen ist. Weil das war so die ganze Zeit, ich schweife jetzt ein bisschen ab, was ich so gesucht habe. Alles war so langweilig immer und alle wirkten so wie auf mich so wie Zombies, die überhaupt nichts machen. Und einfach nur irgendwelche langweiligen Sachen machen, die ich überhaupt nicht verstanden habe und gar keinen Spaß machen. Und ich hielt das auch schon die ganze Zeit nicht mehr aus und Lego ging noch, damit konnte man sich und halt Fernsehserien, so Zeichentrickserien, da kommt gleich auch noch eine Frage zu. Ja, und dann halt zum Gameboy oder dieses Spiel speziell, das war schon so ein bisschen Lichtblick irgendwie, sag ich mal. Das hört sich jetzt auch ein bisschen komisch an, aber war so. Achte Frage, hast du als Kind gerne Dinge gesammelt? Ja, gerne schon. Ja, eigentlich schon. Am Anfang eher nicht. So mit 7 Jahren fand ich das irgendwie total bescheuert, wie man einfach Dinge sammelt, weil das erstens ziemlich viel Geld kostet und zweitens wusste ich nicht, was ich damit anstellen sollte. Aber ich wurde dann doch irgendwann angesteckt mit diesen Diddle-Blättern. Und dann wollte ich auch irgendwie alle haben, die es gibt, beziehungsweise die relativ selten waren bei uns auf dem Schulhof. Unser Hund wieder. Und dann habe ich auch mit Pokémon-Karten weitergemacht und da hatte ich dann auch extrem viele von, da war ich richtig süchtig nach. Habe ich bestimmt 1000 Mark für ausgegeben. Yep. Das ist mir irgendwann nochmal passiert mit Magic-Karten. Da habe ich bestimmt ja schon 3000 Euro für ausgegeben. Aber seit ein paar Monaten gebe ich dafür nichts mehr aus und das soll auch so bleiben. Also wir drucken die uns jetzt in unserem Kreis über Spiel noch öfters selber aus. Dann habe ich noch Briefmarken gesammelt, Spielzeugautos und Kronkorken. Genau, mit Kronkorken habe ich gerne gespielt auch gehabt, nicht nur gesammelt. Und nach verschiedenen Wertigkeiten sozusagen sortiert und Olivgrün mochte ich schon immer gerne. Das war dann für mich Mehrwert oder halt so Sachen, wo so eine richtig fette Krone drauf war und weißer Hintergrund. Das waren dann halt, die hatten dann sozusagen für mich eine Truppenstärke von 10. Ich hatte damit immer Krieg gespielt. Das waren so für mich Truppen oder Panzer oder sowas. Da habe ich mir ein ganzes komplexes System irgendwie einfallen lassen, wie das festgelegt wird und was die dann für Fähigkeiten haben und sowas. Das war dann mein Bruder aber zu kompliziert, dass er keinen Bock hatte, da mitzuspielen.
Und weil natürlich auch andere Punk Rock als anderswertig gesehen hat. Was natürlich subjektiv ist. Und was sonst noch? Ja, Pokémon Sticker habe ich auch gesammelt. Aber ich komme zur nächsten Frage. Gibt es etwas, was du nie essen konntest und jetzt auf einmal isst? Pilze mochte ich nie, weil die labbrig sind. Die liebe ich mittlerweile. Esse ich aber auch roh. Beziehungsweise ich esse nur noch roh mittlerweile. Da sind die auch nicht labbrig. Und Oliven habe ich nie gemocht, aber dann habe ich mir vor einem halben Jahr oder so gesagt, das ist ein natürliches Lebensmittel. Das ist eigentlich total sinnlos, dass ich nicht mag. Und seitdem mag ich das auch irgendwie. Und Fisch habe ich nie gemocht, mag ich aber immer noch nicht und esse ich auch halt so nicht aus ethischen Gründen. Zehntens, welche Zeichentrick-Filmserie durftest du als Kind nicht verpassen? Dragon Ball fand ich sehr geil und Pokémon. Also Pokémon zieht sich durch die ganze Kindheit irgendwo. Also das Gameboy-Spiel Pokémon und die Serie und Dragon Ball und sowas, das war eigentlich das Einzige, was mir als Kind überhaupt Spaß gemacht hat. Alles andere fand ich so total langweilig, außer Bewegung. Wir haben in der Pause in der Schule immer gecatcht. Da habe ich immer zu allem motivieren können, weil ich es dann halt später im Gymnasium nicht mehr konnte. Da wollten alle nur rumsitzen oder miteinander ein bisschen reden. Ja, habe ich überhaupt nicht verstanden. Da gab es noch einige mehrere Serien. Aber die sind mir bis heute, also die beiden Pokémon und Dragon Ball sind mir bis heute klar im Kopf geblieben. Frage 11. Kannst du noch einen Zeichentrickfilm-Song mitsingen? Nee, aber von Dragon Ball Z, da weiß ich noch so ein paar Zeilen. Aber ich kann das halt nicht mehr so mitsingen, deswegen gucke ich mir gerade den Titelsong an, weil ich den einfach total gut finde. Und ich lese ihn einfach mal vor, weil ich halt nicht singen kann. Der Titelsong ist. Ah, da habe ich ihn. Wir fliegen immer höher, hier sind wir frei. Wir sind bereit, unseren Weg zu gehen. Hier oben kann uns nichts geschehen. Die Erde bebt, denn unser Kampf ist noch nicht vorbei. Doch unser Wunsch wird irgendwann in Erfüllung gehen. Siehst du, wie das Eis zerbricht? Kannst du das Feuer sehen? Die Zeile finde ich schon ganz cool. Habe ich als Kind halt nicht verstanden, aber mittlerweile ist das schon recht klar. Wir müssen den Kampf bestehen, unsere Welt wird sonst irgendwann untergehen. Und dann Schala, hey Schala. Gib niemals auf, ich weiß, das Feuer brennt in dir, bald hast du dein Ziel erreicht. Schala, hey Schala, öffne dein Herz, denn du hast die Macht, alles zu tun. Ich weiß, du kannst es schaffen. Schala, hey Schala, spürst du die Kraft, die tief in deiner Seele wohnt? Sie führt sich zu den Dragon Balls. Zu den Dragon Balls. Schala, hey Schala, dein Traum wird irgendwann wahr, doch der Weg ist noch so weit. Beziehungsweise, da wird es ausgebrochen so, wei, jai, jai, jai. Steht auch da. Ja, den Songtext finde ich halt ziemlich cool. Hat mich auch oft zum Training und so weiter motiviert. Genau wie der zweite Titel Songtext von Dragon Ball Z. Aber es wird jetzt zu viel. Jetzt muss ich zu den Fragen zurückkommen. Hast du als Kind einen Tick oder Zwang gehabt? Ich habe zwei gehabt. Wo steht das hier? Ich musste immer von meinem Mittel. Boah, diese scheiß Laster und Autos, ne? Den ganzen Tag. Und mein Stuhl schon wieder nach unten rutscht, wie immer. Hier vom Mittelfingerknochen, Knöchel, musste ich immer alles abnagen, bis es dann Narben gab. Ich weiß auch nicht, warum ich den Drang hatte. Es hat irgendwie, ich weiß es echt nicht. Es hat auf jeden Fall irgendwas ausgelöst, irgendwelche Hormone oder keine Ahnung. Und ich musste immer die Augen, also in die obere Ecke reindrehen, bis es weh tute. Tute. bis es weh tat. Ja, tute. Und bis es schmerzte, ja. Es war einfach viel zu viel Bewegungsdrang, den ich nicht rauslassen konnte. Besonders, es hat sich auch genau dann entwickelt, wenn ich halt nicht mehr, als ich nicht mehr jeden Tag 4 bis 6 Stunden raus war. Das äußerte sich dann so, diese überschüssige Energie.
Das hat halt damals auch niemand verstanden gehabt. 13. Hast du in der Schule die Bücher gelesen oder Wikipedia-Zusammenfassung benutzt? Ich habe mir die Hörbücher angehört. Außer von einem Buch von Don Carlos, weil ich das einfach total schrecklich fand. Und irgendwie gar keinen Sinn drin gesehen habe, was das irgendwie bringen soll oder jemanden bringen soll. Ja, das ist auch direkt die nächste Frage. Welches Buch hast du gehasst in der Schule? Das, also nicht wirklich, ich habe Don Carlos nicht wirklich gehasst, aber es war richtig zäh und ich habe wirklich einfach nicht verstanden, was mir das bringen soll oder jemand das bringen soll, das zu lesen. Ich habe es auch nicht kapiert, weil ich die Charaktere alle total sinnlos fand und total, ja, ich weiß auch nicht, wie man es nennen soll. Es waren auf jeden Fall in so gehobenen Rängen irgendwelche Königstöchter und irgendein Quatsch halt. Bist du schon mal in die Schule gegangen und hast eine Klassenarbeit und einen Test vergessen? Nee, also Klassenarbeiten und Tests haben mir immer viel zu viel Druck gemacht. Das konnte ich einfach nicht vergessen. Weil ich wusste einfach, dass ich mich nicht aufraffen kann, dafür zu lernen. Wenn überhaupt, dann im Bus vor einer halben Stunde oder so. Und ja, es hat mir immer extrem Stress gemacht. Deswegen konnte ich das nicht vergessen.